Ja, mein Name ist Thomas. Ich bin 43 Jahre alt, arbeite in einem Versandbüro, bin dort Angestellter und verschicke halt Wurstpelle in die ganze Welt. Ja, ich bin der Christian, bin 36 Jahre alt, komme aus Rating, ist bei Düsseldorf und dampfe seit Sommer 2015. Moin, ich bin Jan, 28 Jahre alt, komme aus Bad Oeynhausen, das liegt zwischen Hannover und Osnabrück und ich dampfe seit etwas über einem Jahr. Ich bin Benjamin, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Berlin. Ich bin der Kai, komme aus Rating, das ist eine kleine Stadt bei Düsseldorf, 100.000 Einwohner ungefähr. Bin 42 Jahre alt, arbeite als Radio- und Fernsehtechniker in so einem großen Multimedia-Unternehmen als Servicetechniker im Außen- und Innendienst. Ja, das ist ziemlich lange her schon. Das war 2008. Da kam ein Kumpel von mir aus Flensburg und naja, ich saß dann mit ihm in der Küche. Wir haben schön geraucht, beziehungsweise ich habe geraucht, er nicht. Und ich sage, rauchst du gar nicht mehr? Und er so, nee, ich habe jetzt E-Zigarette. Ich sage, was für ein Ding? E-Zigarette? Hab ich noch nie gehört. Ja. Ja, sagt er, ich hol die mal eben rein. Jo, alles klar. Er zu dem Auto hin, hat die dann geholt. Und ja, sagt er, probier mal. Naja, ich dann probiert, denk, boah, geil. Ich sag, was kostet so ein Teil? Das war so eine Ego-Tee. So diese schwarzen mit diesen Tank, den man so, das ist total bescheuert aufzufüllen, hat gesifft ohne Ende, aber war trotzdem geil irgendwie. Ja, und habe ich mir dann bestellt, glaube für 89 Euro so ein Dual-Pack, also so ein Doppelpack, so ein Starter-Kit. Und habe dann von heute auf morgen aufgehört zu rauchen und habe 8 Monate lang nur noch gedampft. Problem war, ich habe 20 Kilo oder so zugenommen. Weil wenn man anfängt zu dampfen, ist es genauso, als wenn man aufhört zu rauchen. Jedenfalls geht es mir so. Dann habe ich irgendwie wieder aufgehört. Dann habe ich wieder angefangen zu rauchen. Irgendwann fing ich wieder an zu dampfen. Dann wieder geraucht, gedampft. Dann geraucht und gedampft. Und jetzt seit gut 2,5 Jahren nur noch gedampft. Da habe ich dann auch wieder zugelegt. Ich hatte vorher 15 Kilo abgenommen. Jetzt habe ich die 15 locker wieder drauf. Muss ich also wieder mal bei. So bin ich halt zum Dampfen gekommen. Und habe auch noch dadurch ziemlich viele andere angesteckt zum Dampfen. Ja, wie bin ich zum Dampfen gekommen? Zum Dampfen bin ich eigentlich, oder darauf aufmerksam geworden, bin ich damals bei meiner Mutter. Die hatte sich eine gekauft. Das waren dann auch so diese Ego-Tee-E-Zigaretten, die schwarzen. War nicht so wirklich meins. Habe das dann wieder sein gelassen. Und im Sommer 2015 habe ich dann nochmal eine E-Zigarette geschenkt bekommen von meinem Nachbarn, der halt angefangen hatte. Ja, und dann nahm das halt alles so seinen Lauf, hab die dann ein halbes Jahr gedampft, hab mir dann die Epic VTC Mini gekauft mit dem Billo V2 Verdampfer, das ein Selbstwickler ist, und hab auch bisher nur reine Selbstwickler gehabt, also das war der einzige bei der Kankertec, wo ich einen Fertigkopf hatte. Ja, dann kam halt die Bismarck RX200, dann die Elif DC100 kam dann noch dazu, dann diverse Tröpfler, diverse Tanks, ja, das haben dann alles so seinen Lauf. Das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Dampfen bin ich 2011. Da hatte sich ein ehemaliger Arbeitskollege einen von diesen Pens damals geholt und sogar ganz erfolgreich damit aufgehört zu rauchen. Da habe ich das aber noch nicht weiter beachtet und habe einfach weiter geraucht. Ja. Ja, und dann bin ich mit einem anderen Arbeitskollegen, einem guten Kumpel, sind wir da zusammen nochmal in Berührung mitgekommen und dann gab es ja auch die ersten richtigen Boxen. Und ich hatte mir dann direkt die EWIG VTC Mini geholt von Joytech mit einem Ego One Mega da oben drauf. Ja, und so hat das Ganze dann begonnen. Und dann haben wir da zusammen angefangen und haben zusammen Liquids ausprobiert und es ging auch relativ schnell, dass wir dann zusammen angefangen haben zu mischen. Selber Liquids mischen. Ja, und dann kennt man das ja. Kommt man zu allen anderen Dingen auch sehr schnell. Eigentlich eine kurze Geschichte, relativ. Ich war halt 14 Jahre alt, als ich mit dem Rauchen angefangen habe. Und das hat sich dann bis vor einem halben Jahr so hingezogen. Aus Gründen, die ich jetzt hier nicht erläutern möchte, habe ich dann aufgehört. Oder wollte ich aufhören. Mit dem Rauchen, was sich dann als schwerer erwiesen hat, als ich vorher annahm. Dann habe ich halt einen Freund von mir um Hilfe gebeten,
der mir dann sein altes Kangatech-Subbot-Kit, blabla, was auch immer, Einsteigerät zur Verfügung gestellt hat. Als ich dann, ja, das ist dann nicht wirklich was für mich gewesen, so wenig Akkulaufzeit, aber es hat schon, ich habe schon gemerkt, das ist was anderes halt. Dann bin ich halt zu Selbstwirklern übergegangen und die Sammlung wächst seitdem halt stetig. Ich will zum Dampfen kommen. Ein Arbeitskollege von mir hat angefangen zu dampfen und ich hatte bis dato noch überhaupt nichts davon gehört, weil das war November 2015. Da hat er angefangen und ich bin dann auch ein paar Wochen später, weil mich das interessiert hat, auch technisch interessiert hat, elektrotechnisch interessiert hat, losgelaufen und hat mir so eine Kanga E-Bot da gekauft. Und habe dann aber auch wirklich schlappartig aufgehört zu rauchen, witzigerweise. Aber irgendwie hat das nach zwei Wochen wieder nachgelassen. Also ich habe dann gesagt, die E-Wort, die ging mir ein bisschen auf den Keks. Die war ständig leer und ich hatte zwar zwei davon, aber trotzdem dann waren beide leer. Und dann habe dann überlegt, hörst du jetzt ganz auf mit dem Dampfen und fängst Rauchen wieder an oder kaufst du dann was anderes. Und dann habe ich habe Backe natürlich angefangen und habe mir dann erst Lobas hier gekauft, mit der bin ich dann schon ein bisschen besser klargekommen. Der Akku hat ein bisschen länger gehalten, aber hat mir dann irgendwann auch noch nicht gereicht. Und habe mir dann noch diese dazu gekauft, also habe dann zwei gehabt. Und mit den beiden Dingern habe ich dann im Januar wirklich aufgehört, also dann im Januar 16, letztes Jahr, komplett aufgehört zu rauchen. Und habe seitdem auch nicht mehr geraucht. Ja, dann habe ich auch natürlich eine Lieblingskombi. Das ist die Smog Alien Box. Mit dem Smog Big Baby Beast drauf. Und mein Lieblingsliquid ist momentan von Mom & Pop Calipita Joe und von Custard von Inavera. Mein Lieblingssetting und Aroma, das ist momentan, muss ich sagen, oder immer noch, die Bismarck Velo RX200 mit dem OBS Engine oben drauf. Und als Aroma habe ich dort das Zitronenkuchen drin von Babeland Juice, was momentan so mein All-Day ist. Mein momentanes Lieblings-Setup ist die Klon mit dem Petri RTA obendrauf. Passt ein 26650er Akku rein. Dampft gut, schmeckt gut, liegt gut in der Hand, sieht gut aus, Akku hält den ganzen Tag. Ja, macht Spaß. Die RX200 mit dem Limitless XL, ja, der für mich sehr unterschätzt ist, weil er geschmacklich und von der Dampfentwicklung echt sehr gut ist, für mein Empfinden zumindest. Den Serpent Mini, den ich mittlerweile immer noch habe. Ich habe mittlerweile gar keine Tatankverdampfer mehr, ich habe sie noch, aber ich benutze sie nicht mehr, weil ja, das bekannt wurde. Die habe ich immer dabei eigentlich, wenn ich rausgehe, wenn ich spazieren gehe, weiß nicht, guck, irgendwas mache, wo sie halt, wo die großen Dinger halt stören. Ich habe mir dann danach irgendwann zwei Drittel gekauft, wegen dem YouTube-Einschlag, den man dann irgendwie bekommt auf Dauer. Hab dann aber schnell gemerkt, dass mir die irgendwie tatsächlich zu lang war. Ich hab die dann wieder verkauft und habe mir dann bescheuerterweise eine Minikin 2 gekauft. Die ist vom Umfang her eigentlich genauso, aber unten das Stückchen, ja, die ist ein Zentimeter kürzer. Das macht es irgendwie aus. Ich finde es total geil. Hab sie hier drauf. Das ist die zweite Box, die ich habe. Die Mini, die V2 mit dem OBS Engine Mini oben drauf. Finde ich super. Die beiden Boxen habe ich eigentlich. Mehr habe ich eigentlich. Ich habe noch so eine alte, so eine bunte Box, die habe ich mir auf der Dampfverbesserung Oberhausen gekauft. Die ist aber Mist. Ich habe die nutze ich nur als Ladegerät in der Firma. Ja, das war es eigentlich. Die habe ich auch wieder verkauft. Die einen iStick mittlerweile habe ich auch wieder verkauft. Und ja, Lieblings-Liquid habe ich nicht eigentlich. Ich suche immer noch, habe aber noch kein All-Day, gar nichts. Ich habe ganz viele Aromen, ganz im Keller voll Aromen. Irgendwelche witzigen Geschichten und so. Bei mir war es eine, ich war mit einem Kollegen unterwegs und er musste sich noch Kippen holen. Ja, alles klar, ran an die Tankstelle, ich Fenster offen und dann hier schön, ne?
schön gedampft. Und auf einmal kommt der Tankstellenbesitzer rausgerast. Und mein Kollege ist schon voll am Lachen und so und sagt, hey, der dampft da nur und so. Und der Tankstellenbesitzer ist fast vom Glauben abgefallen. Der hat sich totgelacht, sagt, oh, ich hab gedacht, das brennt hier irgendwo. Oh Mann, scheiße, und was hast du denn da? Und er hat gezeigt und ein bisschen gequatscht. Ja. Ja, und dann habe ich noch ordentlich dran gezogen, schön aufs Fenster raus, er noch am Lachen und am Winken und ja, dann war es das. Aber war eine lustige Sache. Verändert hat sich einiges. Man hat ein neues Hobby gefunden, man hat neue Leute kennengelernt, es wurden neue Freundschaften geschlossen durch das gemeinsame Hobby. Die Bude stinkt nicht mehr, man braucht nicht mehr auf dem Balkon zum Rauchen, im Winter und solche Sachen. Ja, ich fühle mich gut, ich stehe dazu. Ich fühle mich nicht mehr so abhängig vom Nikotin. Ich dampfe jetzt mit 3 Milligramm. Und ich könnte auch noch weiter runtergehen und könnte auch ganz ohne dampfen. Und das ist halt super cool. Man ist nicht mehr so abhängig von der Zigarette und von dem Nikotin. Du hast nicht mehr so das Verlangen danach. Das ist nicht mehr so, dass du rausgehen musst. So, oh, ich muss jetzt unbedingt eine rauchen. Ich habe schon seit 3 Stunden nicht geraucht. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wenn ich mal den ganzen Tag nicht dampfe, dann dampfe ich nicht. Und das ist schön. Man fühlt sich freier. Ja. Man hat viele Leute kennengelernt dadurch. Und es ist ja auch zu so einem Hobby rangewachsen. Ich habe ja hier auch den ganzen Tisch voll mit irgendwelchen Krams und Krimskrams. Ich hole mir andauernd neue Sachen. Es hat sich auch ein neues Hobby entwickelt. Das ist schon ziemlich cool. Und es macht halt Spaß und ich bin froh, seit über einem Jahr von der Zigarette los zu sein. So viel kann ich sagen, meine Gesundheit ist halt deutlich besser geworden. Und zu der Frage, was hat sich verändert? Also ich kann endlich mal wieder zur Bahn sprinten, ohne abbrechen zu müssen. Und komme besser aus dem Bett raus und ja, fühle mich einfach besser seitdem. Ich stinke sicherlich nicht mehr so wie vorher nach Pippa. Aber ansonsten, meine Frau freut, dass ich nicht mehr rauche, keine Frage. Ansonsten. Ich bilde mir ein, dass ich weniger Kopfschmerzen habe. Ich hatte tatsächlich früher relativ, naja, regelmäßig nicht, aber alle paar Wochen halt auch mal Kopfschmerzen. Das ist nicht so Migräne-mäßig, dass ich mich nicht bewegen konnte, aber halt Kopfschmerzen. Ich musste mir dann auch immer so eine Tablette nehmen, alle paar Wochen, 6 Wochen, keine Ahnung, 8 Wochen. Das ist gefühlt weg. Ich habe jetzt, glaube ich, seit dem Jahr, seitdem ich jetzt nicht mehr rauche, einmal Kopfschmerzen gehabt. Kanal Dampflein werde ich hier unten noch unter meinem Video dann verlinken, unter meinem Kanal. Super geiler Kanal. Ich habe dadurch schon so viele Fehlkäufe vorausgewirkt. Also ich habe das nicht gekauft, was ich eigentlich vorhatte, weil er den Test gemacht hat. Übrigens sehr gut, dass du die Sneak Peeks abgeschafft hast. Roman ist ein super netter Typ so und ich glaube auch, dass er, ja, was seinen Kanal auf jeden Fall angeht, immer ehrlich ist. Also er sagt immer genau das, was er denkt. Und das finde ich sehr gut. Auch wenn er Produktvorstellungen macht oder so, es ist nicht so, er kauft so ein Teil, packt es aus, dampft an und sagt, hoho, hier, voll geil, super, hey, super, super, wait now. Nein, nicht so wie manche Amis das gerne machen. Oder vielleicht auch Deutsche. Ja, auf jeden Fall macht er das sehr gut. Und ich hoffe, das macht er auch noch sehr, sehr lange. Also wie gesagt, Roman, dir alles Gute, mach weiter mit deinem Kanal, bleib so wie du bist und ja, das soll es eigentlich von dem Wir sind Video gewesen sein. Und dann sage ich immer, wie ich das in meinen Videos auch immer mache, mach's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, euer Stony. So, was kann ich abschließend sagen, außer danke, danke, danke an Philgut, Obis Dampfersofa, Steam Team, auch dir Dampflein Roman, Dampfwolke, Steam Shots und wie sie alle heißen. Weil durch diese Videos, sag ich mal, habe ich mich mehr und mehr für das Dampfen interessiert und ja, ich bleib dabei. Ich hoffe, ihr werdet auch umsteigen, die es noch nicht getan haben. Ansonsten. Danke.
Abschließende Worte möchte ich gerne an meine Eltern richten, die ich ein Stück weit zum Dampfen bewegen konnte. Sie hatten sich beide einen Akkuträger geholt, eine Pico, meine ich, von Elif. Da ist ja Melo 3 drauf, wenn man das im Kit kauft. Und mein Vater war da natürlich schon ein bisschen begeistert. Klar, ist ein Mann, ne? Spielzeug, muss man sich ein paar Sachen kaufen. Und er hatte sich dann noch 2 Köpfe gekauft und hatte noch so ein bisschen damit angefangen, aber so richtig überschlagen können sie leider nicht. Schaffen sie beide nicht und die rauchen immer noch. Mittlerweile betreiben sie es, glaube ich, dual. Ja, aber ich würde mir wünschen für euch beide, dass ihr es schafft, vom Rauchen wegzukommen und dass ihr dran bleibt. Und ich unterstütze euch da auch gerne weiterhin. Ja. Seid stark, gebt alles. Hört auf mit dem Rauchen, fangt an zu dampfen. Tja, das war's. Damit kann ich nur sagen, macht's gut und tschüss. Shoutout jetzt am Ende. Meine abschließenden Worte gehen raus an die Leute mit der Zigarette im Mund, die mir auf der Straße sagen, ey, du richtest dich zugrunde damit. Dankeschön dafür. Genau sowas brauche ich gerade. Ciao. Habe ich nicht. Abschließende Worte habe ich eigentlich auch wenig. Ich habe schon alles gesagt. Ich hoffe, dass ich jetzt ein paar Minuten voll bekommen habe. Ich hoffe, dass ich nicht zu behämmert aussehe hier. Ich weiß auch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich es abschicke. Ich gucke es mir gleich noch 5-mal an oder 10-mal und weiß nicht, ob ich es wirklich wegschicke. Ich muss mir das mal überlegen. Ja, ich finde das gut, dass ich wollte das ja eigentlich immer schon mal machen, aber ja, also ich werde jetzt keinen YouTuber, sicherlich nicht, will sowieso keiner sehen. Macht ihr das mal weiter, ihr macht das gut, finde ich. Und vielleicht sieht man sich mal wieder in Oberhausen, aber jetzt wisst ihr ja, wie ich aussehe. Ne? Also, alles klar. Wie heißt es? Ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch.